Diese vom jordanischen Königshaus veröffentlichten Bilder zeigen die Verladung von medizinischen Hilfsgütern und Lebensmitteln in der jordanischen Hauptstadt Amman. Sie sind für ein jordanisches Feldlazarett im Gazastreifen bestimmt. Wenig später vermeldet der jordanische König Abdullah II., dass die Hilfsgüter in der Nacht zum Montag von dem Flugzeug über dem Gazastreifen abgeworfen wurden. Es sei Jordaniens Pflicht, seinen Brüdern und Schwestern zu helfen, die im Krieg gegen Gaza verletzt wurden, fügt der König hinzu. Jordanien werde immer für seine palästinensischen Brüder da sein, erklärte Abdullah II. Im Online-Dienst X. In Jordanien leben etwa 1 Million palästinensische Vertriebene. Der Abwurf der Hilfsgüter durch Jordanien war nach israelischen Angaben zwischen beiden Ländern abgestimmt. Die Ausrüstung werde vom medizinischen Personal für Patienten verwendet, hieß es weiter. Der Abwurf erfolgte in einer Zeit, in der sich US-Außenminister Antony Blinken zu Vermittlungsbemühungen in der Region aufhält.